them a slap in the face, face. Give them a slap in the face, face. Give them a slap in the face, face. Give them a slap in the face, slap in the face. Give them a slap in the face. Nobody's winning the race. Hey! Guten Morgen, man merkt richtig, die Saison hat begonnen. Debbie ist wieder die ganze Zeit am Packen. Hat hier für euch schon wieder die ganze Kiste voll gemacht, bring ich jetzt direkt wieder zu euch. Hola, Gebassa, wir sind unterwegs. Heute haben wir uns mal dazu entschlossen, mit dem Auto zu fahren. Und ist halt einfach nichts, ne? Scheiße. Ja, irgendwie dachte ich so, ja, die Party ist ja nicht weit weg von Frankfurt, also 2,5 Stunden Autofahrt maximal kommen. Da packen wir mal Luca ein, da packen wir den Mann mit den weißen Schenkeln ein und die Karre noch, die ich übrigens noch 2 oder 2,5 Wochen habe, und dann kommen wir. Führen wir beide mal ein bisschen aus. Nix ist natürlich wieder Wetterscheiße, Stau, Luca stinkt, hat kein Bier mitgebracht, keine Organisation, ich hab Hunger, einfach alles kacke. Endlich angekommen, super war's. Luca, das ist ja eine Abart. Uiuiuiui. Der Robert ruft an. Geh doch selber ran. Geh doch mal schneller. Geh doch selber ran. So, Luca telefoniert. Währenddessen schauen wir uns mal das Getränkelager an. Tada, Getränkelager. Heute ist mal richtig. Ich mache gerade Video. Das ist aber ausgeflogen. So, das räumst du jetzt alles auf. Ich will kein Krümel mehr auf dem Boden sehen, du dämlicher Spast. Jetzt nochmal. Vor allem, das sind noch Krümel. Geh du mir nicht auf den Sack. Ich bin mir nicht zu meinem Zimmer mit. Einmal ist er wieder dabei und ich pack's nicht. Du, ey. So, die Mannschaft ist versammelt. Wir haben alle Hunger. Und wer fehlt wieder, Leute? Wer fehlt? Nein, der Biber. Also, er hat's ja echt nicht weit gehabt. Er ist ja direkt aus Frankfurt hergefahren. 1 Stunde und 8 Minuten hätte er brauchen müssen. Laut Andi. Ich will jetzt endlich Spargel. War ich bei dem das Sommer ausbrochen oder was? Sag mal, Biber, wozu kommen wir nicht ins Restaurant? Lange Hose. Boah, schön. Du hast alles kaputt gemacht. So. Mangiare, mangiare, malata, malata, pizza, balata. Endlich im Club angekommen, frisch geduscht. Chippo hat sich auch noch fertig gemacht. Das sieht aber wieder lecker aus. Ich bin gerade oben angekommen. Alter, was ist da unten los? Sind alle am Start. Morgen, da wacht man halt auf. Und wen sieht man im Bett? Deine Mutter. Luca, was hast du hier eigentlich veranstaltet? Ich weiß es nicht. So, wir sind wieder on Tour, jetzt geht's nach Hause. Richtig motivierter Luca wieder. Ja, deine Mutter. Ihr müsst euch überlegen, das ist ja mein Bruder. Alle, die es immer noch nicht wissen. Der Typ ist so hohl. Ist auch schon am Start. Absolut geilste ist, ich habe meinen eigenen Container. Wahnsinn, oder? So, jetzt schauen wir uns erstmal hier das Getränkelager an. Da drängt da falsch rum. Okay, da geht schon was. Ey. So muss es ausschauen. So muss es ausschauen. So, der Freddy ist mittlerweile auch eingetroffen. Der Bombi auch. Und ich habe ja in meinem Rider immer eine Playmobil-Figur stehen. Und gerade stellen wir fest, dass es ein Dönermann ist. Ja,
der Hardstyle Stage. Hier, guck mal hier. Tomorrow here with Music and Madness. Jetzt machen wir den optimalen Location Check. Pass auf. Scheiß ernst. Du hast den Dönermann ausgepackt. Mayday, 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 mayday